Die Seuchenkriege gehören zu den aktuellsten Konflikten, in denen sich das Imperium der Menschheit nach der Öffnung des Großen Risses wiederfand. Rund um den Beginn des 42. Millenniums herum trafen die Ultramarines auf die Streitkräfte des Chaosgottes Nurgle und der Death Guard. Der große Verseucher hatte vor, den Ultramar-Sektor einzunehmen und ihn zu seinen bereits eroberten Gebieten hinzuzufügen. Imperiale Historiker sind sich immer noch uneinig, wann und wo die Seuchenkriege ihren Anfang nahmen, denn wie schon so oft zuvor, hatte das Chaos erst langsam begonnen, seine Klauen nach dem Reich der Menschheit auszustrecken. Krankheiten und Seuchen, die im kleinen Rahmen ausbrachen, könnten zwar schon zur Invasion Nurgles gehört haben, haben aber unter Umständen keine große Aufmerksamkeit erlangt. Im Allgemeinen werden aber die Geißelsterne, ein kleines Reich bestehend aus drei ehemaligen imperialen Sektoren, als Ursprungsort der Seuchenkriege angenommen. Dieses Reich besteht aus dem Noxias, Verminox und Rodgrace-System, die nördlich von Ultramar liegen. Als sich der große Riss öffnete und gewaltige Warpstürme über das Imperium hinwegfegten, waren so manche Systeme in Gefahr, vom Chaos übernommen zu werden. Die Geißelsterne wurden während dieser Zeit von Nurgle und seinen Dienern in Besitz genommen und dienen seither als Basis für die Streitkräfte des Seuchengottes. Sie werden von Nurgles größten Champions angeführt, dem Dämonenprinzen Mortarion, Typhus, dem Herald des Nurgle und Kugath, einem großen Dämon des Nurgle. Von hier aus sollen sie auf Kreuzzug gehen und das Reich der Seuchen noch weiter vergrößern. Mortarion sammelte also seine Truppen, um in das Reich Ultramar einzufallen. Als die Geißelsterne geboren wurden, erhoben sich mehrere Kriegsbanden der Death Guard, um benachbarte Planeten anzugreifen. Keiner sollte ihren Primachen bei seinen Vorbereitungen stören, doch der Planet Daxa entwickelte sich zu einem ernsten Problem. Die Apostles of Contagion trafen auf schweren Widerstand durch Truppen des Astra Militarum. Teile der 65. Kardianischen schweren Infanterie befanden sich auf dem Planeten und setzten alles daran, die Chaos Space Marines zu vertreiben. Die Death Guard konnte die imperialen Soldaten zwar immer weiter zurückdrängen, doch es gelang ihnen, sich am Tarans Pass einzugraben. Der Death Guard Lord Teluk Poxmar war sich bewusst, dass die Imperialen ihren Widerstand nicht aufgeben würden. Würden sie die Möglichkeit bekommen, würden sie ohne Zweifel gegen Mortarion selbst vorgehen. Also befahl er, ein mächtiges Beschwörungsritual durchzuführen. Dunkle Wolken zogen sich über der Welt zusammen, als hunderte Beasts of Nurgle in den Realraum beschworen wurden. Sie verkörpern den großzügigen Überschwang des Seuchengottes und ihr abscheuliches Äußeres steht im krassen Gegensatz zu ihrem enthusiastischen Wesen. Die Beasts sind anhängliche Wesen, die nichts mehr lieben, als auf einen neu gefundenen Spielkameraden zuzustürmen. Die gutmütigen, aber dummen Dämonen wissen nicht, dass ihr Körper von infektiösen Krankheiten nur so überquillt. Schon die Nähe eines Biests reicht, um Pflanzen und kleinere Tiere auf der Stelle umzubringen. Die Berührung eines solchen Dämons führt bei den meisten Sterblichen in nur wenigen Momenten zum Tod. Die Beasts selbst beginnen sich vom nachlassenden Interesse ihrer Spielkameraden zu langweilen und suchen schnell nach ihrem nächsten Opfer. Dutzende von ihnen wurden von den Kardianern niedergemäht, als sie auf die vermeintlichen neuen Freunde zustürmten. Doch die Verbliebenen reichten aus, um eine enorme Kluft in die Reihen der Verteidiger zu reißen. Die nachrückenden Legionäre der Death Guard hatten so keine Schwierigkeiten mehr, den Planeten in Nurgles Namen einzunehmen. Bald schon war die Zeit für Mortarion gekommen, seinen ersten Vorstoß in das Reich Ultramar zu wagen. Die Anfänge seiner Kampagne sollten als Krieg der Fliegen in die Geschichtsbücher eingehen. Die Planeten Adium, Espandor und Drol waren die ersten, die der Wut des Dämonenprimachen ausgesetzt wurden. Rubut Gilliman war zu dieser Zeit noch mit der Flotte des Indomitus-Kreuzzugs unterwegs, der die auf der anderen Seite des großen Risses liegenden Planeten sichern sollte. Zu Beginn des Seuchenkrieges war er überzeugt, dass die Angriffe Mortarions nur als Ablenkung dienen sollten, die ihn und seine Krieger von wichtigeren Aufgaben abhalten sollten. Die Ultramarines, die zurückgeblieben waren, mussten also vorerst ohne die Unterstützung ihres Primarchens auskommen. Captain Felix und die neu gegründete 11. Kompanie der Ultramarines wurden nach Adium geschickt, um den Planeten aus den Klauen der Death Guard zu befreien. Es schien, als würde Mortarion auf dem Planeten einen sonderbaren Plan nachgehen,
der auf alle Fälle vereitelt werden musste. Felix entdeckte, dass ein unheiliges Artefakt auf Ardium platziert worden war. Diese Mischung aus Xenos-Technologie und Chaos-Hexerei war von dem Dämonenprimachen selbst erschaffen worden. Sie verwandelte die Bevölkerung des Planeten langsam in abscheuliche Kreaturen des Nörgel. In einer waghalsigen Offensive gelang es Captain Felix und der Elften jedoch, das Artefakt zu zerstören und die Death Guard zu vertreiben. Dennoch waren unzählige Zivilisten im Verlauf der Kämpfe ums Leben gekommen. Die Kampagnen auf Espandor und Drol waren jedoch weniger erfolgreich, sodass sie vorerst in den Händen des Chaos verblieben. Nicht nur Mortarion hatte erfolgreiche Schläge gegen Ultramar geführt, auch Typhos und Ku'gath hatten dem Imperium schwer zugesetzt. Typhos und seine Seuchenflotte hatten 3 der 6 gewaltigen Festungen im All zerstört, die Wache über das Ultramar-System hielten. Ku'gaths Dämonenlegionen verwüsteten das Tartella-System, das zwischen den Geißelsternen und Ultramar lag. Seinen größten Erfolg konnte der Dämon jedoch auf dem Planeten Ajax verzeichnen. Die Welt war von Gilliman als Versorgungswelt für die Kranken und Verwundeten auserkoren worden. Sich den Gefahren durch Nörgels Krankheiten bewusst, wurden alle Transporte mit äußerster Vorsicht und Geduld durchgeführt. Die Shuttles wurden gründlich dekontaminiert und die Kranken in strenger Quarantäne verwahrt. Schon bei den geringsten Anzeichen einer Verseuchung wurden drastische Maßnahmen ergriffen, denn der weitläufige Ausbruch einer Krankheit hätte katastrophale Folgen. Die Patienten wurden anhand der Schwere ihrer Fälle unterteilt und nur wer mehrere negative Tests vorweisen konnte, wurde wieder in seinen Alltag entlassen. Ajax war durch die Taten seiner Bewohner zu einem Dorn im Auge des Seuchenvaters geworden. Die Welt arbeitete offenbar eifrig daran, die Geschenke, die Nörgel nur zu bereitwillig verteilte, wieder zu vernichten. Würde sie weiterhin fortbestehen, könnte ihre bloße Existenz die gesamte Ultramar-Kampagne gefährden. So wurden 7 Soldaten von Nörgel auserwählt und gekennzeichnet, sei es durch offensichtliche Krankheit, Kratzer oder etwas so Simplen wie den Biss einer Fliege. Eines Abends zog es diese Individuen zu einem abgeschiedenen See, wo sie eine abscheuliche Transformation durchliefen. Ihre Körper wurden von Maden und anderen Insekten aufgezehrt, als ihr Fleisch zu verrotten begann und sie langsam starben. Dieses rituelle Opfer öffnete ein Portal zu den Gärten des Nörgels im Immaterium. 7 mächtige Seuchenschiffe, die aus den Leichen von leeren Walen geschaffen worden waren, erschienen durch diese Öffnung. Mit ihnen kamen Milliarden Fliegen, die unzählige Krankheiten und Seuchen in sich trugen. Es schien, als wäre das Ende von Ajax gekommen. Doch Rupert Gilliman hatte seine Ziele während des Indomitus-Kreuzzuges erreicht und war nach Ultramar zurückgekehrt. Er plante, eine Gegenoffensive zu führen, um die Kräfte seines verderbten Bruders wieder aus dem System zu vertreiben. Der Planet Espandor war als Hauptroute für die Versorgungstransporter etabliert worden, also wurde er zum ersten Ziel Gillimans. In dieser als Speer von Espandor bekannten Kampagne kämpften die Ultramarines zum ersten Mal Seite an Seite mit ihren Primaris-Brüdern, die sich als unbezahlbare Erweiterung der Streitkräfte herausstellten. Planet um Planet wurde Espandor von Nörgels Korruption befreit, bis schließlich Gilliman selbst den großen Dämon Karamas mit dem Schwert des Imperators zu Fall brachte. Dies sollte den ersten Schritt zur Befreiung des gesamten Ultramar-Sektors darstellen. Mortarion war mittlerweile aus dem Espandor-System entkommen, um sich mit Ku'gath auf Ajax zusammenzuschließen. Doch Gilliman war dem Dämonenprimachen schon auf den Fersen und es kam zu einem Duell zwischen den beiden. Keiner schien die Überhand über den anderen gewinnen zu können und die Auseinandersetzung endete, als Mortarion sich nach dem Einsatz einer Virusbombe zurückzog. Unerwarteterweise zogen sich kurz darauf sämtliche Streitkräfte des Nörgels aus dem Ultramar-Sektor zurück. Die anderen Chaosgötter hatten die Gelegenheit ergriffen und die Geißelsterne im Rahmen des großen Spiels angegriffen. Das große Spiel beschreibt den niemals endenden Konflikt zwischen den großen Chaosgöttern, indem sie um die ultimative Kontrolle über das Immaterium kämpfen. Dieser Konflikt steht für sie über allem, denn unter keinen Umständen können sie es erlauben, dass einer ihrer Brüder sie übertrifft. Nicht selten schließen sich 2 oder sogar 3 unter ihnen zusammen, um den 4. daran zu hindern, zu viel Macht anzusammeln. So geschah es auch diesmal und Nörgel brauchte all seine Truppen, um seine Domäne im Realraum zu verteidigen.
Die Seuchenkriege endeten so überraschend, wie sie begonnen hatten. Doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Seuchenvater erneut in das Reich der Sterblichen einfallen wird.